Ja, eben, nein, nein, ich sag, wenn man halt schon ein Geburtstag hat. Genau. Ja. Darf ich da ein Stück? Du darfst gern, ja. Also, mal hast du beschlossen mit 40? Ja, Pfeife. Der Entschluss ist ja schon viel länger gefallen, dass ich Pfeife rauche. Ja, ja. Aber Daniela hat dann gesagt, bevor du mit 40 bist, fangen wir mit dem Sachgarten an. Also, das ist kein Thema, das kann ich da warten. Warten wir mal eine Überlegung, wenn wir schon Doppelfilterpfeifen nehmen, wo man den oberen Teil ja extra gemacht, dass praktisch das wie so eine Eichel ist. Unten die Aufnahme, wo oben dann die Eichel drin sitzt. Aha, okay, ja. Weißt du? Ja. Oder mit so als ist dann sonst der Pfeife. Ja, das ist ein bisschen ein verspielteres Monster. Genau, das wieder der Absatz praktisch, den wir oben in der Brennkammer haben, dass sich der dann wieder da auch wieder niederschlagt. Ja, ja. Martin, dein Wunsch, dein Geburtstagswunsch sei uns befehl. Und du nachher schon während deiner Ausbildung zum Bildhauer schon immer nebenbei Pfeifen gemacht mit deinem Vater? Du siehst, dass wir die Werkstatt gehabt haben, war so das Erste, was ich mich erinnern kann, war für einen Karburator in der Hauptschule, so in der zweiten Klasse, hat er Pfeife gekriegt. Aha, gestern, oh ja. Mit 12. Oh wow. Dann orientieren, gell? Dass wir das dann so zusammenbringen, weißt du? Ja, genau. Und mit der Luft drinnen, das war ganz gut. Ja, so. Genau. Das ist einmal wichtig, dass das gewinnt, da passt. Ja. Und nachher, das Holz ist an und für sich schön, da das kriegen wir vielleicht aus. Eben so breite Stücke, das ist gar nicht so leicht, weil eben die Dimension vom Holz das oft gar nicht so zulässt. Ja. Also, da muss man schon schauen, dass man da das schön zuschneiden. Zwei Teile haben wir. Und wie fühlt man sich jetzt so als 40-Jähriger? In jeder Faser mindestens so alt wie mit 39. Aha, okay. Jetzt kommt das zweite, das ist jetzt das Innenbild. Mit dem Weiberle dazu, oder wie immer man das hat. Aha. Und das muss halt so, weißt du, vom Passen her, das darf nicht zu fest wackeln und das darf nicht zu fest gehen, gell, weil das bewegt sich ja dann doch Holz, gell, das ist, weißt du, ein lebendiger Holz. Genau. Ich tue da immer so ein bisschen Seife drauf. Das kannst du, wenn sie einmal fest gehen sollte, kann man das auch machen, dass sie da passt. Das ist schon super. Dass das da halt. Die flutscht jetzt ordentlich, ja. Ja. Muss man schon schauen, dass das. Aber wichtig ist, dass sie dicht ist, weißt du, dass das da ist. Das ist halt. Weißt du, du hast ja doch eine große Hand, gell? Ich glaube, du brauchst das schon. Ja, nein, wenn das also, ich sehe, wenn man das so im Verhältnis, gell, so, geht es ja fast unter, gell? Dann schnelle Hand verloren. Ja, also unter. Ja, selbst in der rechten, die ist ein bisschen kleiner, komischerweise, aber selbst da, das passt, aber gerade in der linken. Das ist sehr schön. Braucht man nachher schon so, das muss schon so lang sein. Ja. Schaut, dann machen wir uns das Ringerle dazwischen nicht so breit, gell? Nicht, aber zumindest die Dimension. Ja. Das ist auch. Nein, ich glaube nicht, dass sie sehr wuchtig ausschaut zum Schluss. Vor allem, wenn wir es dann so machen, dass wir sagen, ein Teil ist dunkel. Ja. Jetzt sind wir ja schon wieder beim zweiten Kaffee. Der Kuchen, der Geburtstagskuchen nähert sich dem Ende. Du brauchst eben oben jetzt beim Kopf gar nicht viel machen, sondern du schaust, dass die da hinten tastet. Genau.
geht's an die Pfeife. Und je feiner da die Kreise, den Teilchen auch. Oder einfach sagen, dass man überall so sieht. Super! Ja, die meiste Arbeit ist jetzt das eigentlich, gell? Ja. Also, es ist das Raue eigentlich mehr Arbeit, gell? Hitzigerweise nehmen wir auch die zusammengestrahlten Sachen, gell? Genau. Das ist eigentlich mehr Arbeit, als wenn man es glatt macht. Ja. Aber das schaut halt dann top aus. Super. Und hast du schon Handweh? Ja, schon langsam merkt man es im Unterarm. Aber es ist ein gutes Training, dass man nachher die Pfeifen sicher und ruhig halten kann. Genau, ganz genau. Und das ist dann so, weißt, so zusammen, man kann sie hinten beim Mundstück halten, weißt, jawohl. Und dann genau. Und dann das schön beizen. Ja, nicht ganz so nass, genau, ein bisschen abstreifen. Den Ring auch wahrscheinlich. Ja, ja. Schon keine Reste, muss man kurz. Ah ja. Fackeln. Man druckt jetzt einfach schneller. Mhm. Seit weiß Gott wie viele Jahren. 5 Jahre lang. So ist drauf hin. Mhm. Ja? Jo. So gut. Das ist hervorragend. Sehr schön. Nein, ich glaube, das passt schon so. Das ist ein schönes Stück geworden, gell? Schon? Hätte nicht beschienen sein können. So, liebe YouTube-Abonnenten, haben wir wieder eine schöne Leistung gemacht. Heute Geburtstagspfeife. Jawohl. Wirklich 40 Jahre und die werden wir jetzt nach dem Kaffee mit dem gleich einkraut. Weil das müssen wir schon testen. Und da hat jetzt 40 Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Geburtstag. Ja, auf die schöne Pfeife. Da hat immer gemischt den Bockum Riff, den ganz normalen, gell, den Schiff, also das schwarze Bockum mit dem Schiff auch, und den McBalance Mixture. Und da ist noch so eine Spur Vanille drin, und da ist es vielleicht auch. Ja, da habe ich jetzt keinen dabei, ne? Also die Generalprobe, sie sind jetzt Zeuge. Den Tabak sucht dann meine Frau, hat gesagt. Ah. Weil sie muss riechen, was ich rauche. Okay, du hast einfach oben. Einmal so voll flächig schauen, dass alles brennt. Mhm. Dann geht es meistens aus, gell? Mhm. Und das heißt, dann nimmt man den Stopfer her und tut sich das ein bisschen richten. Also ja. Man macht zuerst einmal oben so quasi eine Fläche brennt. Ja. Und tut man es ein bisschen hinunterdrücken und man zündet es noch einmal. Mhm. Normalerweise müsste es dann funktionieren. Mhm. Genau, und jetzt kannst du nicht so fest, aber immer wieder leicht. Weißt? Mhm. Gell, das ist jetzt so ein. Und eben das, weißt du, wie viel Tabak du drinnen hast und eben was für Tabak das ist, wie feucht der ist, das hängt halt dann ab, wie er dann zieht. Mhm. Und vor allem auch die Stopfdinge. Das sind so Erfahrungswerte, weißt du? Auf den Tabak abgestimmt, auf die ganz Pfeifen. Genau, auf die Pfeifen von der Höhe her und von allem. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für den heutigen Workshop. Vielleicht haben Sie Interesse auch mitzumachen einmal. Nachher freue ich mich über Ihre Antwort.